Hallo und herzlich willkommen zu drei gruselige Kurzgeschichten zum Weitererzählen. Ich mache heute wieder ein Creepy Story Video zum Auftakt zu Halloween und ich habe geplant, vor Halloween noch mal ein paar von denen rauszuhauen, weil ich weiß, dass es bei euch zumindest eine kleine Fanbase gibt und ich glaube, da wird es am besten passen. Trotzdem wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei diesen drei gruseligen Kurzgeschichten. Beginnen wir mit der ersten. Ich wachte um Mitternacht auf und ich wusste wirklich nicht warum. Ich war auch nicht wegen einem Albtraum aufgewacht oder irgendetwas anderem. Ich blickte mich um und als sich meine Augen langsam an die Dunkelheit gewöhnten, sah ich etwas anderes. Im Augenwinkel sah ich, wie an meinem Fenster ein Mann stand. Ich sah ihn an und er sah mich an. Er war bleich, kreidebleich, und ich sah nur seinen Oberkörper. Das Gruselige kam dann aber noch. Er hatte keinen Mund und keine Nase. Er zeigte auf mich. Ich war schockiert, dass er da stand. Denn ich lebe im vierten Stock. Wie groß muss er sein? Ich hasse es umzuziehen. Ich weiß, es gibt andere Jugendliche, die es schlimmer haben als ich, aber ich hasse es, alles zurückzulassen. Naja, was sein muss, musste halt sein. Wir zogen wegen meinem Vater 200 Kilometer von meiner alten Heimatstadt entfernt weg, denn er hatte eine Beförderung bekommen. Es war ein altes, ziemlich seltsames Haus und es gab viele seltsame Vorfälle, doch was mich wunderte, war, dass meine Eltern nie etwas mitbekamen. Mein Schlafzimmer war auf dem Flur am Ende und das meiner Eltern am Anfang. Und da, wo meine Eltern waren, war auch die Treppe zum ersten Stock hinunter. Das heißt, wenn etwas zu hören war, hätten sie es doch zuerst gehört. Doch sie sagten mir immer nur, sie würden nichts von unten hören. Aber ich konnte ganz deutlich etwas hören. Irgendwann versuchte ich mich einfach daran zu gewöhnen. Doch das wirklich Gruselige kam, als mein Vater auf Geschäftsreise ging. Er ging für ein paar Tage auf Geschäftsreise und meine Mutter und ich waren alleine. Am Tag passierte nicht besonders viel, es gab keine gruseligen Geräusche, doch in der Nacht, dort passierte etwas sehr Seltsames. Ich lag in meinem Bett, meine Mutter ist schon Stunden vorher schlafen gegangen und ich lag mich hin und sah noch ein bisschen YouTube, bevor ich dann auch entschloss, schlafen zu gehen. Ich lag noch eine Zeit lang wach und dachte darüber nach, ob mich meine Freunde vermissen würden, was denn jetzt kommen würde nach den Sommerferien und so weiter, als ich plötzlich etwas aus der Küche hörte. Ich hörte, wie meine Mutter meinen Namen rief und sagte, dass ich doch bitte einmal runterkommen sollte. Ich schaute auf die Uhr, 1:05 Uhr am Morgen. Warum würde sie mich denn jetzt noch rufen? Ziemlich genervt und leicht verschlafen wollte ich mich gerade auf den Weg machen, als sie mich wieder rief. Und wieder sagte, kannst du bitte runterkommen. Sie klang nicht panisch oder irgendetwas anderes, aber ich wollte trotzdem mal sehen, was los ist. Ich ging runter, zumindest hatte ich dies vor, denn als ich meinen Fuß auf die erste Treppenstufe setzte, hörte ich noch etwas anderes. Hinter mir, aus dem Schlafzimmer meiner Eltern, hörte ich, wie meine Mutter ängstlich sagte, geh da nicht runter. Ich habe das auch gehört. Ich ging mit meinem Sohn spazieren. Es war ein täglicher Spaziergang durch den Wald und wir entschlossen, noch ein bisschen weiter zu gehen. Es war ein Herbstabend. Wir gingen noch ein bisschen weiter und hatten vor, ein Picknick zu machen. Doch mein Sohn schaute seltsamerweise immer wieder nach rechts. Wir gingen natürlich in einer geraden Linie. Er schaute immer wieder nach rechts. Irgendwann fragte ich ihn, was er denn da angucken würde. Und er sagte, gar nichts. Nichts ist das. Er war noch klein, also dachte ich, vielleicht hatte er gerade einen imaginären Freund oder sowas. Wir setzten uns hin und hatten ein Picknick zusammen. Doch was dann kam, war wirklich seltsam. Denn mein Sohn sah die ganze Zeit nach rechts. Und dann fragte ich ihn, nun sag schon, was ist denn da? Ich erwartete irgendeine Antwort wie, da ist mein Freund der Hase oder irgend sowas, aber was er sagte, war wirklich merkwürdig. Er sagte, dort steht der Mann, der
Der Mann mit den langen Beinen und dem großen Grinsen. Ich glaube, er kommt näher. Wir sollten lieber weg, sonst wird er uns wehtun.